Oh mein Gott, das ist wirklich ein super gutes Video heute geworden. Beziehungsweise alles gute Produkte. Hallo, ihr süßen Feiertagsmäuse. Seid ihr bereit? Ihr durftet abstimmen, welchen Content ihr diese Woche sehen wollt. 65% haben für einen Neuheiten-Content gestimmt. Und da ist er. Da bin ich mit Neuheiten, die wirklich sehr vielversprechend sind. Wir fangen an mit Knoppers-Goodies. Ich bin von Kind an ein Knoppers-Fan. Die Knoppers-Schnitte ziehe ich immer noch diesen Riegeln vor. Die Riegeln sind auch nicht schlecht, aber das ist mir zu viel Schokolade einfach. Und hierauf bin ich trotzdem sehr gespannt, weil es einfach eine ganz andere Form ist. Und oh, sind sie auch bedruckt? Also, okay, hier am Beispiel sehe ich nämlich gerade, dass diese Kugeln bedruckt sind. Wir haben die Knoppers-Goodies. Für 2,99 € habe ich sie gekauft. Also ich habe sie bei mir bei den Süßwarenprofis in Bielefeld gekauft. Wir haben hier 23 Stück. Wir haben hier ein bisschen höheren Schokoladenanteil, dadurch, dass die Kugeln umhüllt sind mit Schokolade. Ich habe mir diese Kalorien sogar berechnet. Moment. Damit ich euch pro Kugel wenigstens irgendeinen Anhaltspunkt nennen kann. Es sind knapp 43 Kalorien pro Knoppers-Goodie. Ist auch nicht ohne. Und der Fettanteil ist auch relativ hoch. Also mit 100 Gramm 31,7 Gramm Fett. Und wir haben hier 180 Gramm, also könnt ihr ungefähr mal 2 rechnen, den ganzen Inhalt. Die Verpackung ist sehr süß, fühlt sich sehr gut an. Ich finde auch schon, wie sich das Ganze anfühlt und anfassen lässt, finde ich auch sehr wichtig für den Genuss. Oh ja, die sind bedruckt, das ist schon ein Pluspunkt. Wäre ich Zuschauerin dieses Video, würde ich jetzt nur wegen dieser bedruckten Kugel Samstag losgehen. Also ich sehe es jetzt nicht im Display, ich hoffe, ihr seht es, aber da steht Knoppers Goodies und jetzt beiße ich rein. Das ist doppelt umhüllt. Die untere Schicht ist auch nochmal bedruckt. Die hat eine doppelte Schokoladenschicht. So sehen sie aufgeschnitten aus. Hier am Rand lässt sich es ganz leicht erahnen, dass sie wirklich doppelt umhüllt sind mit Schokolade. Oder? War das jetzt nur eine Kugel, die ich hatte? Ich bin noch so ein bisschen ratlos. Ich hatte vielleicht ein besonderes Produkt, weil hier sehe ich keine doppelte Umhüllung an Schokolade. Also so ein bisschen aufgeschnitten, so allein vom Aussehen her, erinnern sie so ein bisschen an die gefüllten Waffeleier, die es zu Ostern gibt. Die mag ich überhaupt nicht vom Geschmack her übrigens. Aber die schmeckt natürlich ganz anders. So habe ich es mir gedacht. Sehr schokoladig. Der Waffelanteil ist auch so ein bisschen weniger, ist eigentlich auch okay. Aber sehr schokoladig. Also wer auf mehr Schokolade steht oder wem die Riegel besonders schmecken, dem werden auch diese Goodies schmecken. Ich persönlich finde, die sind wirklich sehr lecker. Es sind auch 10 Punkte, kann ich euch schon sagen. Es ist wirklich gut gelungen und dass es auch noch so bedruckt ist und so Kleinigkeiten finde ich halt immer schon wichtig. Sehr lecker, sehr nice. Kann ich euch empfehlen. Übrigens könnt ihr euch auch in den Kommentaren austauschen, wo ihr welches Produkt schon gefunden habt. Magnum Chill, darauf habe ich mich auch sehr gefreut. Eine vegane Sorte, die aber sehr vielversprechend klingt und auch aussieht. Vor allen Dingen dieser lilane Kern. Ich hoffe, dass er in echt auch so schön lila ist. Magnum Chill heißt die Sorte hier. Und ich habe hier 3,99 € gezahlt. Ja, es ist einfach Speiseeis auf pflanzlicher Basis mit Vanillekeksgeschmack. Mit Heidelbeer-Sorbet-Kern. Umhüllt mit Schokoladenkuvertüre. Und Keksstückchen sind auch noch drin. Es klingt eigentlich sehr nice. Als Fett sehe ich auch noch Kokosfett. Neben Kakaobutter, Heidelbeerpüree, Heidelbeersaft aus Heidelbeersaftkonzentrat. Spirulina ist jetzt auch noch hinzugefügt als für die Färbung. Haltbar bis November 2025. Wer lässt Eis so lange im Kühlfach? Das ist schon kriminell. Wir haben hier 3×210 g. Also dieses Lila gefällt mir auch sehr gut. Ich weiß nicht, ob noch jemand das Gefühl hat. Ich habe das Gefühl, Magnum war einfach viel größer, als ich Kind war. Vielleicht lag es daran, dass ich eine kleinere Hand hatte. Es war einfach ein großes Eis und jetzt ist es nicht mehr so ein großes Eis, das wir jetzt aber gemeinsam aufschneiden, damit ich euch direkt den Kern zeigen kann. Oh ja, okay. Es ist wirklich schön lila, der Kern. Also ein bisschen rötlicher, aber als auf der Verpackung abgebildet. So, nachdem ich jetzt mein Magnum auf diese schändliche Art und Weise zerschnitten habe. Ja, so ein bisschen, in echt ist das so ein bisschen rötlicher, der Kern. Keine Ahnung, wer sich an solchen Kleinigkeiten auffällt, aber ich tue es. Also auch wenn ich noch nicht am Kern angelangt bin, es riecht schon unglaublich lecker nach Schlumpfeis, also nach Heidelbeeren. Die Hülle ist, Umhüllung ist sehr lecker. Schön knusprig. Ich bin wirklich ein Eisfan. Ich bin da schon sehr verrückt. Und ich finde bei veganen Produkten immer so ein bisschen schade, wenn sie sehr wässrig schmecken und nicht so vollmundig. Hier ist es gar nicht der Fall. Also hier hat man nicht das Gefühl, dass man irgendwie so eine Alternative oder so ein, ja, so ein veganes Gegenstück isst, was jetzt nicht dem Original entspricht, sondern es ist sehr vollmundig im Geschmack. So ein bisschen ist so dieser milchige Anteil schon dünner als das Original. Ist auch klar, dass da jetzt keine, weil jetzt keine Sahne oder keine fetthaltige Milch enthalten ist.
Aber nichtsdestotrotz, ihr seht hier auch nochmal, es sieht schon sehr lecker aus. Kann ich euch auf jeden Fall weiterempfehlen. Ich vergebe hier 10 von 10 Punkten, weil es auch wirklich sehr gut schmeckt. Sehr lecker, wir haben sehr gut gestartet, Leute. Okay, es geht weiter mit einem weiteren super leckeren Produkt. Zumindest also das Packaging allein sieht doch wirklich schon so richtig nice und sommerlich aus. Da will man einfach das Eis mit nach Hause nehmen. Vor allen Dingen, wenn es Banana Toffee ist. Wir haben hier Mochi-Eis in Kooperation, also gab es auch schon mal, aber es war eine andere Sorte. Wir haben hier auch eine Limited Edition in Kooperation mit Farina. Es ist Milcheis mit Banane und 17% Karamellkern, umhüllt in 37% Reisteig mit Kakao. Also wir haben außen Kakao, innen Banane und im Kern Toffee. Das kann doch nur lecker sein. Vor allen Dingen, wir haben hier wirklich 12% Bananenpüree. Und das ist selten in letzter Zeit. Ich habe letztens ein Eis probieren wollen. Da war überhaupt nicht mal 1% Banane drin, sondern nur Bananenaroma. Dann habe ich das einfach aus Protest dann nicht gekauft. Hier haben wir wirklich 12% Banane. Für das Eis habe ich 4,99 € gezahlt. Es ist schon ein ordentlicher Preis für 6 Mochi, die hier enthalten sind. Aber wenn es schmeckt, dann kann man sich das ja mal gönnen. Und vor allen Dingen hoffe ich, dass es auch mal irgendwann im Angebot ist. Aber so lange wollte ich nicht drauf warten. Das Eis schon mit euch probieren, damit ihr auch wisst, wenn das Eis im Angebot ist, dass ihr dann dazugreift. Oder auch eben nicht. Aber ich glaube ja. Okay, wir haben jetzt auch lang genug gewartet. Ich brauche jetzt nicht normalerweise bei Mochi-Eis, solltet ihr so 5 bis 10 Minuten warten. Sonst sagt ihr mir später, Mochi-Eis schmeckt mir nicht. Mochi-Eis muss jedem schmecken. Hier seht ihr, wie dunkel das hier ist. Und in echt ist das so. Also, so, seht ihr mal. Ah, okay. Untenrum sieht es schon ganz anders aus. Ich beiß direkt rein, weil ihr seht, es ist schon sehr weich. Ich schmecke echte Banane. Ich will euch einfach nur den Kern zeigen. Seht ihr das? Seht ihr das? Oh, der Kern ist auch geil. Aber ihr habt hier richtig Bananeneis, was nach echten Bananen... Hey, Tyson! Hör auf! Also, dieses Eis, das sind wirklich 10, 11, 12, 13, noch mehr Punkte von 10 Punkten. Es ist wirklich geil. Ich hoffe, es gibt noch weitere Bananeneis-Fans da draußen. Und ich hoffe, dass das Eis dann auch bald im Angebot ist, weil das möchte ich mir auf jeden Fall nochmal nachkaufen. Ich habe hier zwar jetzt noch ordentlich, aber in diesem Sommer möchte ich das noch einmal probieren. Weiter geht's mit der neuen Sorte von Red Bull, und zwar mit der Summer Edition. Ja, ich kann es auch kaum glauben. Ich habe mein Produkt, das noch gar nicht auf dem Markt verfügbar ist. Also so früh habe ich ein Produkt auch noch nicht gehabt. Das ist bald verfügbar. Ich habe es aber schon kaufen können. Für 2,30 Euro, 40 in dem Dreh war das, glaube ich. Und zwar haben wir hier die Summer Edition Kuruba Holunderblüte. Ich liebe Holunderblüte einfach. Ich trinke keinen Red Bull. Ich mag auch Red Bulls nicht so gerne. Aber darauf war ich sehr gespannt, weil ich, ja, mal gucken, wie sie eben Holunderblüte umgesetzt haben. Und falls ihr euch auch so fragt, wie Kuruba schmecken soll, es hat ein geleeartiges, orangefarbenes Fruchtfleisch. Und das löffelt man normalerweise aus. Es soll leicht säuerlich und würzig schmecken. Also so ähnlich wie Äpfel, Orangen und Gurken. Obwohl ich finde Äpfel, Orangen und Gurken alle drei so unterschiedlich. Es sagt mir irgendwie gar nichts, aber mal gucken. Das Ganze ist schon in den Niederlanden verfügbar und jetzt auch bald in Deutschland. Ich sage, es ist grün. Was sagt ihr? Ja, es ist, ja, naja. Okay, so grün ist es nicht. Es ist einfach gelb. Ihr seht gerade, dass es orange ist, aber es sieht nicht so ästhetisch aus. Also Kuruba rieche ich hier deshalb raus, weil ich es von der Holunderblüte unterscheiden kann. Und ist auch wirklich sehr stark im Vordergrund. Es riecht sehr so frisch, aber auch süß und sehr vielversprechend. Es schmeckt auch vielversprechend. Oh mein Gott, das ist wirklich ein super gutes Video heute geworden. Beziehungsweise alles gute Produkte. Das erinnert mich so ein bisschen an so Honigmelone, aber dann auch wieder so was Frisches. Also ich finde ein Apfel ein bisschen auch. Es schmeckt so ein bisschen nach Gummibärchen, nach undefinierbar leckeren, süßen Gummibärchen, um es ehrlich zu sagen. Man merkt nicht, dass es Red Bull ist. So gut schmeckt das. Ich kann es gerade selber nicht glauben, dass ich das jetzt gerade ausspreche, weil ihr wisst, ich bin einfach keine Red Bull-Trinkerin, aber das sind 10 Punkte. Hier ist so diese Harmonie zwischen frisch, zitrisch und aber auch süß sehr gut getroffen. Auf diese Edition könnt ihr euch besonders freuen. In diesem Video habe ich überhaupt keinen Favoriten, weil es waren alles meine Favoriten. Wie ihr schon mitbekommen habt, das waren alles mindestens 10 von 10 Punkten. Richtig super leckere, geile Produkte, auf die man sich freuen kann und wo man dann denkt, okay, das hat ja ein bisschen mehr gekostet vielleicht, aber ich habe es nicht im Angebot gekauft, aber es hat sich gelohnt. So fühle ich mich zumindest, weil ich hatte so ein bisschen Bange, dass es alles schlecht schmeckt und ist dann im Endeffekt für die Katze war, aber ist es nicht geworden. Also Leute, tut mir leid. Ich glaube, die
eine oder andere müssen Samstag nochmal los und sich das eine oder andere Produkt kaufen. Wir sehen uns dann an Ostern wieder, also am Ostersonntag in der Regel, wenn es sich nicht auf Montag verschieben sollte. Habt einen schönen Start in die Feiertage. Lasst es euch gut gehen. Küsschen von mir und bis zum nächsten Video. Tschüss! 'Cause I just wanna go, go.